Auch Menschen mit einer starken Behinderung sollen ihre Wohnform selbst bestimmen können. Der Assistenzbeitrag ermöglicht es, außerhalb von Heimen selbstbestimmt und eigenverantwortlich in einer eigenen Wohnung leben zu können. Haben Sie Anspruch auf Hilflosenentschädigung, können Sie mit dem entsprechenden Anmeldeformular bei der IV-Stelle einen Assistenzbeitrag beantragen. Damit erhalten Sie die finanziellen Mittel, um eine Assistenzperson für die Unterstützung im Alltag anzustellen. Wichtig: Auch minderjährige Personen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung haben ein Anrecht auf einen Assistenzbeitrag. Sie können wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und entlasten gleichzeitig ihre Angehörigen. Aber Sie sind jetzt plötzlich eine Arbeitgeberin oder ein Arbeitgeber. Das bringt neue Verantwortungen und Herausforderungen mit sich. Keine Sorge, alle Hilfsmittel liegen für Sie bereit. Auf der Website und in der Infomappe, die Sie von der IV-Stelle erhalten haben, finden Sie viele Informationen und die richtigen Vorlagen. Wie zum Beispiel einen Musterarbeitsvertrag, den wir Ihnen dringend empfehlen zu nutzen. Er zeigt Ihnen, welche Informationen Sie brauchen und was Sie sonst noch beachten müssen. Zum Beispiel darf Ihre Assistenzperson keine verwandte Person ersten Grades sein. Mit dem Musterarbeitsvertrag und der Anleitung gelingt es Ihnen, die arbeitsrechtlichen Voraussetzungen zu berücksichtigen. In den Unterlagen finden Sie zudem alles, was Sie für die erste Rechnung, die Sie an die IV-Stelle senden, benötigen. Vom Rechnungsformular, auf dem die Versicherten sowie die Verfügungsnummer bereits aufgeführt ist, über den Arbeitsreport mit dem Arbeitsvertrag bis zur Bestätigung der Anmeldung als Hausdienstarbeitsgeberin oder Hausdienstarbeitgeber. Vergessen Sie also nicht, Ihre Assistenzperson vorgängig bei der AHV anzumelden. Bei der ersten Rechnungsstellung ist es wichtig, dass Sie die Bestätigung der Ausgleichskasse, einen Arbeitsreport oder eine Lohnabrechnung und die unterzeichneten Arbeitsverträge beilegen. Die Auszahlung unserer Leistungen kann 14 bis 21 Tage in Anspruch nehmen. Deswegen besteht die Möglichkeit, einen Vorschuss in Höhe der abgeschlossenen Arbeitsverträge zu beantragen. Wenn Sie eine zusätzliche persönliche Beratung oder allgemeine Unterstützung wünschen, dann können Sie sich jederzeit an externe Beratungsstellen, wie zum Beispiel die Pro Infirmis, wenden. Es werden alle 3 Jahre Beratungsleistungen bis zu 1.500 Franken finanziert. Auch dazu finden Sie Informationen und Adressen auf unserer Website. Mit einem Assistenzbeitrag sind Sie wieder in der Lage, Ihren Alltag zu meistern. Und dank den richtigen Unterlagen finden Sie sich auch in Ihrer neuen Rolle als Arbeitgeberin oder Arbeitgeber zurecht.